heuer sicher das Mega-Highlight mit den zwei Veranstaltungen hintereinander, was ressourcentechnisch enorm herausfordernd ist, aber extrem cool ist und extrem super ankommt. Medial, aber auch bei den Besuchern und bei den Spielern und bei allen Mitarbeitern. Und wir hatten ja letzte Woche 13.000 Besucher gezählt und das ist natürlich total toll, super Wertschätzung auch für uns. Ja, ich glaube insgesamt sind so um die 15 Betriebe beteiligt und ungefähr 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und nach all den Jahren wieder schönes Wetter. Ja. Es war nett, ja, haben wir uns sehr gefreut drüber. Ja. Ich meine, wir waren in den letzten Jahren schon immer ganz, ganz gut zufrieden, weil wir immer sehr viele Zuschauer hatten und das hat uns auch sehr gefreut. Aber mit schönem Wetter macht das Arbeiten auch viel mehr Spaß. Ja. Und es ist fürs Team ist das auch mal eine Entspannung, wenn nicht sich alles drum dreht, wo Wäsche aufgehängt wird oder geföhnt wird oder getrocknet wird und so weiter, weil halt alles andauernd nass wird. Also das macht schon viel Spaß, dann so zu arbeiten mit dem Wetter. Windstill quasi, ja. Also dieses Wochenende sind die besten Spielerinnen und Spieler Europas bei uns in einem Stadion, wo man hautnah Beachvolleyball erleben kann und das mit Badewetter. Also Grund genug dazu, neben Beachvolleyball auch schwimmen gehen zu können und tolle Side-Events erleben zu dürfen. Also kommt vorbei und schaut euch das an.